Willkommen zurück. Wie ihr hier bereits seht oder nicht seht, jedenfalls an der Anleitung seht ihr es, jetzt ist das, was ich gerne machen möchte. Und zwar möchte ich gerne mit euch eine Krippe bauen. Ich gehe da hier mal ein bisschen näher ran. So, dann seht ihr das hier ein bisschen besser, was wir machen. Ja, das ist ein Holzmodell von Uchis. In Video auf Facebook, sage ich schon, auf YouTube mache ich natürlich dann, sobald ich das Video hochgeladen habe, einen Link rein, wo ihr auf die Seite von Uchis kommt. Da gibt es eine ganze Menge ganz fantastischer Holzmodelle zum Bauen. Die sind alle relativ mehr oder weniger einfach. Es gibt natürlich auch kompliziertere Modelle. Das ist jetzt ein Modell, was relativ schnell geht. Und ja, wie gesagt, es ist zwar eine winterliche Szene, aber das ist egal, auch wenn Weihnachten vorbei ist. Das nächste Weihnachten kommt ganz bestimmt. Und ja, das sind Holzmodelle, die werden einfach nur rausgetrennt. Die sind mit Laser vorgearbeitet, vorgeschnitten und werden einfach nur zusammengesteckt und haben mehr oder minder auch eine Funktion. Was wir hier haben, ist so ein Hilfsmodell zum Raustrennen von kleinen Teilen. Ihr seht das hier schon, wie gesagt, die sind wirklich mit Laser ausgeschnitten und werden wirklich nur zusammengesteckt, ohne Kleben, ohne alles. Wie gesagt, es gibt relativ schwierige Modelle, es gibt einfache Modelle. Wir fangen hier ganz einfach mal an. Das sind auch nicht viel Teile. Ich denke mal, in einer halben bis dreiviertel Stunde sind wir da relativ durch. Manchmal geht es ein bisschen schwer rauszutrennen, da muss man ein bisschen arbeiten, sollte aber auch nicht unbedingt jetzt was zerbrechen, denn das wäre fatal. Wir brauchen dann einmal, wo haben wir denn die Dreier? Die müssten eigentlich alle hier drauf sein. Also hier haben wir eh einen Dreier schon mal. Und da brauche ich jetzt auch schon dieses Teil, um das rauszutrennen. Aber die brauche ich. Ich brauche einen Dreier, einen Zweier. Okay. So, das ist der Dreier. Wie gesagt, die Teile sind wirklich relativ klein und der kommt natürlich hier rein. Und die werden auch wirklich nur gesteckt, die Teile. Man muss ja ein bisschen hin und her fuddeln, dass die rennen gehen. Ja, aber auch das kriegen wir hin. So werden die praktisch dann alle vorbereitet. Gut, wie gesagt, ich denke mal, dass wir da relativ schnell durchkommen und so wichtig ist da zu gucken, dass das richtig rum drauf montiert wird. Ist natürlich eine unwahrscheinliche Fuddelarbeit. Und wir brauchen natürlich auch ein bisschen Fingerspitzengefühl, weil Holz bricht ja doch mal leicht. Aber man schafft es mit der Zeit. Jo, dann kommt das hier. Ihr seht es schon, das wird jetzt hier reingepackt. Das ist schon so mal die erste optische Sache.
Dann brauchen wir einmal einen Achter. Wo haben wir die Achter? Das ist eine runde Platte. Das ist der kleine hier. Ja, super. Ups. Bin ich eben so ein bisschen verrückt? Das fehlt hier. Wir haben später noch Modelle, eine Murmelbahn, wo ich ganz gespannt drauf bin. Denn die wird sehr interessant. Das ist auch wesentlich, wesentlich aufwendiger, die Murmelbahn zu machen. Es sind natürlich auch wesentlich, wesentlich mehr Teile bei der Murmelbahn. Beim Tower habe ich den Bauabschnitt fertig. Das heißt, wir haben drei Ebenen zwischen oben drauf. Ich mache den nur nachher noch weiter. Ich wollte nur erstmal was anderes machen. Deswegen baue ich hier erstmal so ein kleines Holzmodellchen zusammen. Und dann geht es mit dem Tower weiter. Einen Bauabschnitt schaffen wir heute auf, heute, schaffen wir heute auf jeden Fall noch. Und ja, da müssen wir gucken, wie weit wir kommen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir heute noch ein bisschen was schaffen davon. Ich denke mal, dass wir so eine halbe Stunde da auch locker weitermachen können bei dem Tower. Weil dann müsste ich hier eigentlich schon relativ gut durch sein. Gehen. Manchmal ist Glückssache. Oh Gott, mein Kater wird wach. Hi, Mitzi. Mein Schöner, was ist? So, der kommt hier hin. Ich habe ja eigentlich auch beim ersten Modell gedacht, dass die Funktion von dem Teil, dass die hier die Person ein bisschen bewegt. War aber leider jetzt nicht so der Fall. Hat mich ein bisschen enttäuscht, aber ich mache es trotzdem. Weil es halt auch cool aussieht, das Modell selbst. Und
stimmt aber jetzt schon, ne? Mit dem Zwölfer. Ah ne, rumdrehen. Okay. Also man muss schon genau gucken, sonst passt es nicht. So. Steht doch ja da, Vorsicht, ne? Nein! Fuck! Falsch rum. Und leider haben wir auch dabei was abgebrochen. Das sollte jetzt nicht funktionieren. Passieren. Shit. Gebe ich später mit Holzkleber fest, ist es nicht so tragisch. Hab ja Holzkleber da. Das war jetzt ärgerlich. Vorführeffekt. Aber egal. So, die 14 ist der hier. Letztes Mal habe ich die Teile auch besser lösen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. 13. Moment. Ich habe doch gemerkt, dass ich da irgendwas vergessen habe. Das kann nicht passen. Jetzt. Das muss ich ja drehen. So. 17. Ihr seht, das ist relativ eigentlich idiotensicher gemacht. Das brauchen wir jetzt gleich zweimal. Und dann, das muss auf jeden Fall so rum. Dann brauchen wir zweimal die 13. Na, Mietzi? Und dann brauchen wir zweimal die 15. Da kommt einmal der Herren.
Und einmal hier rein. Und ihr seht, wir haben hier jetzt auch schon eine kleine Funktion. Und die drehen sich relativ gut, also passt das. Dann haben wir hier den großen, die 14. Die 19. Und 2x15. So, es geht jetzt von hinten durch. So, die 3 kommt hier hin. Okay, wir sind 17 Minuten dabei, wir liegen sehr gut in der Zeit. Wir liegen sehr gut in der Zeit. Das Einzige, was ich nachher noch machen muss, und das bleibt nicht aus, ich muss die Teile noch sortieren. So. Achtzehn, einundzwanzig und fünfzehn. Jetzt haben wir hier bei der die 24 das größte Rad. 12. Dreimal. Ich rieche unwahrscheinlich gern das Holz, muss ich dazu sagen.
Okay, hier kommt die noch drauf. Ja, das haben wir ja so weit, dass das hier passt. Und jetzt kommt das hier oben drauf noch. So, lass mich gucken, dass das hier alles irgendwie noch Verbindung hat. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Der stimmt noch nicht ganz. Hier schon. Hier auch. Hier auch. Ich meine, so. Jetzt haben wir. Jetzt hat er klar gemacht. Hier passt's. Hier passt's. Passt. Passt. So. Okay. Dann haben wir ein kleines Rad. Was hier noch hinkommt. Der hier drauf. Ja, wir liegen gut in der Zeit. Wir liegen sehr gut in der Zeit. Zack. Eine halbe Stunde. Wie ich gesagt habe. Brauchen wir dafür. So, das ist mir auch das erste Mal passiert, wo ich die zusammengebaut habe. Dass ich das Schaf zu spät gesetzt habe. Deshalb weiß ich jetzt, ich muss das Schaf zuerst setzen. Und dann natürlich erst hinten den Grasbüschel. So, dann kommt der Betende hier nach hinten. Der hier. Und der hier fehlt. Der kommt hier hinten dran. Und dann wird das Ganze hier noch drauf gesetzt. Und dann sind wir durch. So, das war's schon. Dann haben wir das Modell geschafft. So sieht das Ganze dann aus. Und ja. Und die Funktion ist halt ja, dass ich das hier drehe, dass ich die Sonne oben dreht. Und
Ja, ist nicht so hundertprozentig. Bei den anderen Modellen, wo sehr viel drehbar ist, ist natürlich auch Kerzenwachs dabei, dass man so die Zahnräder hier ein bisschen schmieren kann, was ich sehr effektiv finde. Dann hakt es hier auch nicht mehr so extrem, weil die müssen flüssig laufen, gerade bei der Kugelbahn. Und ja, dann würde ich sagen, wir machen wieder eine kleine Pause.